Guten Tag, hat er gesagt. Wir wollen das Ding mal wieder aufbocken. Bin auch heute voll spät dran, ne? Das tut mir ein bisschen leid. Aber die Arbeit hat mich verhindert, ne? Schon. Oh. Mike hier schon was kaputt hier, ne? Schon jetzt ein bisschen. Und da ist heute mal so ein bisschen später, aber ihr kennt das ja alles, ne? Die Arbeit, da können wir ja nichts machen. Teilweise muss das gemacht werden. Sven hat geschrieben, ich sollte ein bisschen näher ziehen, weil wegen Schwerpunkt, Kipppunkt, aber ich hatte es gar nicht so weit weg. Aber wir sind ja auch jetzt noch nicht gekippt, sondern ja, wir hatten hier so mehr mit den Steinigen die Probleme. So. Gaudi. Ich hoffe, jetzt geht es einfach hier so ein bisschen geiler vorwärts und dass wir nicht mehr hängen bleiben. Das ist natürlich hier so die Frage. Ich wollte schon sagen, ey, wenn das jetzt hier nochmal passiert, werde voll traurig irgendwie. Ich muss einfach durchziehen, ne? Das hat man schon einfach öfters mal gesagt, man muss einfach Mut zur Wahrheit. Oha. Und dann einfach hier. Aber die großen Steine, zumindest bei diesem Abteil haben wir schon mal weg. Gut. Und dann ziehen wir hier so halb durch im Wasser und hoffen einfach mal, dass hier jetzt nicht weiter ist. Oh, da ist nochmal ein großer und ich räuber voll rüber. Und wenn ich jetzt ins Wasser falle, das wäre ja auch noch geil. Ne? So gegen Ende. Ja, und schnell nach der Arbeit jetzt hier. Ne? Ich war noch nicht mal duschen. Eigentlich normalerweise komme ich von der Arbeit, schmeiß mein Zeug so hin, gebe meiner wunderschönen Frau einen Kuss auf den Mund, wenn ich darf. Ne? Und mache mir dann erstmal ins Bad. Aber für euch jetzt hier so. Naja, was heißt für euch? Ist ja mehr so für mich. Wenn ich ein bisschen, oh shit, ein bisschen spät dran bin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt hier, es gibt ja hier so ein paar Tricks, ne? Und zwar, wenn ich den hier, das Ganze nach da mache, müsste ja der Schwerpunkt jetzt hier deutlich auf der anderen Seite sein. Guck mal, ne? So. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wäre cool zumindest, ne? Und Tatsache, ne? Der Schwerpunkt verlagern. Also ist klar, wenn wir da so Grip kriegen, die Frage ist natürlich, wie viel Grip man dann da eigentlich so bekommt. Aber somit gesehen haben wir das schon mal jetzt abgewehrt, das Ganze. Müssen wir hier jetzt nur gucken, dass wir da gut durchkommen. Jetzt ist natürlich hier ordentlich Steine und hier sind Todesstein. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Werde ich gar nicht schaffen. Hier muss ich ja jetzt. Also wenn er jetzt hier das so durchschiebt. Oh, werde Wahnsinn. Und es ist. Oh, richtig gut. Richtig toll. Gaudi. Oh. Jetzt gar nicht gedacht. Also klar, es hat hier Komplikationen und es sieht bestimmt so ein bisschen aus, als hätte ich irgendwelche Zuckungen oder sowas, ne? Aber das ist wirklich so vom Spiel. Ich mache jetzt hier nicht hin und her mit der Maus. Das bei weitem nicht. So, aber. So, ich muss natürlich hier auf dem Weg wieder nach oben haben. Und der wäre, jo, der wäre am besten hier so wieder hoch. Da sind wir ja eigentlich dann auch denn dabei. Und am besten da, wo Stein frei ist, ne? Also hier ist ganz gut. Und dann so ein bisschen nach links. Oha. Und mal gucken, ob er auch den letzten Meter hier schafft oder ob wir nach hinten umkippen. Aber komm schon. Er schafft hier. Irgendwas schafft er zumindest. Oh. Oh. Boah. Huiuiuiui. Heftig, ne? Jetzt gar nicht so gedacht. Ja, jetzt sind wir natürlich froh,
Auch wenn der hier jetzt das Flugzeug so mitschwingt. Ja, wollte ich schon sagen. Dass der eigentlich in den Bäumen oder am Telefonmasten hier hängen bleibt, ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen und definieren. Da kann man ja echt froh sein. Und auch die Megasteine. Ziemlich mit coolen Schwung rübergekommen. Ne, ich muss ja weiter unten lang, ne? Da oben ist zu steil. Ich glaube, da könnte dann kippen. Und der schafft es mit der Last. Das ist nicht zu steil hier. Krass. Na gut, ja, den haben wir ja eigentlich geschafft, oder? Ich weiß nicht, ob wir hier vorne lang gehen. Naja. Das war irgendwie. Irgendwie ist das ja immer klar, ne? Man muss auch mal irgendwo gegenboxen. Also so ein Mast nimmt der manchmal noch wahr, ne? Aber so die Bäume gar nicht, ne? Bäume interessieren nicht so. Außer, ich bin mal gespannt jetzt hier, ne? Ach, die, ja, ich sehe gerade. Aber die Arme nimmt er natürlich dann wahr. Das ist natürlich die Frage, ob wir hier so durchkommen. Das schafft er. Ja, und jetzt ist ja ganz vorbei. Cool. Also das geht natürlich hier relativ easy. Auch mit denen. Mal nicht. Mit den großen. Und das ist natürlich dann auch gaudig. Jetzt können wir den da raufwerfen und verladen. Und die Flüge dann letztendlich auch mal. Ich glaube einfach, wir machen den hier einfach mal loslassen. Und jetzt neu verpacken das Ganze. So. Machen wir nach wie vor. Erstmal so. Ich glaube von der Seite hier. So, und das müsste ja eigentlich jetzt hier so verladbar sein, oder? Naja, geht doch. Also. Achso. So, jetzt machen wir natürlich wieder hier so einen Wechsel. Und jetzt kommt der hier noch drauf. Er hat gar nicht das runtergefahren, sehe ich gerade. Ist wohl wahrscheinlich denn doch nicht so wichtig. Aber auch immer wegscrollen wie ein Weltmeister. Bin mal gespannt, wie das hier liegen soll drauf, wie er das erkennt, weil wenn ich jetzt hier so durchdrehe, macht er ja gar nichts. Ja. Aber vielleicht macht das ja auch andersrum, ne? Wenn wir den jetzt hier noch so ein bisschen und dann ziehen wir den ganz andersrum. Oh. Naja, jetzt macht er durch. Also ich finde,
für dieses Balladen-Dingensbummens, ne? Das ist so ein bisschen komisch immer gemacht. Aber das sollte gehen. Ich glaube, das ist ganz gut. Können wir auch schon Motor ausmachen. Ich glaube, wir können auch jetzt hier schon herstellen, ne? Und jetzt auf den machen und dann können wir das, ja, na klar, können wir das verladen. Dann hat er das auch gut verladen. Und dann können wir hier rausgehen, Frachtverwaltung. Und dann kriegen wir nur 18.000. Ich habe ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir hier richtig geiles Geld kriegen, ne? Und dann kriegen wir so wenig eigentlich für so einen Mega-Auftrag. Schade eigentlich. Aber wie wir sehen, sehen wir viel. Hier sind wir fertig. Hier sind wir auch fertig. Hier haben wir gar nichts mehr, ne? Außer hier den Dings. Und wir gucken jetzt einmal lang. In dem werden wir natürlich irgendwann mal reinfahren. Hier von den Aufträgen. Bam, 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 bam. Alles. Ach nee, alle. Nee, hier sind wir ja. Bam, 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 bam. Hier sind wir fertig. Aufgaben. Auch fertig. Also hier haben wir alles fertig. Fehlt nur noch das auf Gold. Aber das ist denn so. Das heißt für uns, wir können einpacken. Das heißt hier zum Azov. Und den können wir bergen. Einmal bergen bitte. Und abstellen. Das ist nämlich ganz wichtig. Die abstellen. Dann gehen wir auf die Karte zurück. Jetzt haben wir hier den Western Star. Den muss ich irgendwie noch bergen. Den Tatarin, den brauchen wir so dann nicht mehr. Den können wir dann auch mal bergen. Ist krass, ne? Wenn es denn hier jetzt alles erledigt ist. Den Ja, den müssen wir noch zurückzotteln, auf jeden Fall. Der Don, den können wir auf jeden Fall bergen. Ich finde es so traurig, dass die Scouts so, sag ich mal, einen Scheißjob erwischt haben, ne? Den Dan, achso, ja. Den Dan, 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 wenn denn oder denn, denn. Wenn denn? Wir könnten den jetzt hier auch noch zurückfahren. Den Tankanhänger. Die Frage ist ja, warum? Den Wartdog. Ich sag mal, da hier, Kleinvieh macht auch Mist, aber das Geld brauchen wir auch nicht wirklich. Also ihn hier unten. Nochmal schön den Motorsound, den können wir auch zurück machen. So, dann haben wir einen Sixen, ja, und sowas, ne, die müssten wir irgendwie noch zurückfahren. Und das mache ich dann auch demnächst. Aber sonst, tja, würde ich sagen, keiner hat mit mir gesprochen, keiner hat gesagt, wo es jetzt hingeht. Also machen wir einfach den nächsten, der hier bleibt, ne. Und das ist Erzaufbereitungswerk errichten und Goldabbau beginnen, ne. Und das machen wir, ja, wechseln wir hier hin. Machen wir von der Werkstatt, geht es hier ab. Und dann, guck mal, ist der Cut auch voll im Einsatz, ne? Während ich hier ein bisschen popel. Ja, auch ein bisschen popeln muss man sein. Jetzt sitzt der nach der Arbeit. Ich war, wie gesagt, ich war noch nicht duschen, ne? Da geht jetzt so ein bisschen hier säubern, die Bernsteinhaus machen. Ah, das konnte ich jetzt noch nicht machen. So, und wir machen, ich glaube, wir nehmen, wen nehmen wir denn? Ich glaube, mit dem Wartdog. Warum denn nicht eigentlich, ne? Komm, mit denen gehen wir jetzt hier einfach. Ups. Ja, warum nicht? Mit dem Wartdog. Mit denen, den nehmen wir einfach und gehen dann hier so dann raus. Und werden, ach du meine Güte, willkommen in Yukon. Unter schwierigen lokalen Bedingungen werden dir neue Mechaniken zur Verfügung stehen, die dir helfen werden, jedes Hindernis auf deinem Weg zu überwinden. Du wirst in der Lage sein, jede Fracht in Zwischenlagern auf der ganzen Karte zu lagern, okay? Auf diese Weise kannst du deine Logistik besser planen, nur die Sachen transportieren, die du unbedingt benötigst. Du wirst in der Lage sein, bestimmte Arten von Fracht aus verfügbaren Materialien herzustellen. Bringe dazu einfach die erforderliche Anzahl und Art von Basismaterial in eine spezielle Zone, um die zur Erfüllung deiner Mission benötigte Fracht herzustellen. Du kannst auch manche Gebäude in der Region abreißen. Oh, was ist denn jetzt los? Um einige der benötigten Materialien zu erwerben. Beachte dabei, dass alle Gebäude nur einmal abgerissen werden können und dass deine Anzahl der Materialien bei Abfeld begrenzt ist. Oha. Also ist hier alles begrenzt. Klar. Und ich möchte hierbei auch sagen, wahrscheinlich werden wieder alle das wissen, was jetzt hier so ist. Und, aber ich fahre trotzdem rum, lass mir jetzt hier nicht beirren. Obwohl wir jetzt hier ganz viel nicht unbedingt Matsch haben, ne?
mit was ich so rumfahre, aber hier können wir dann schon mal Dings machen. Hier hätten wir schon eine Aufgabe, die nehmen wir auch. Hier steht auch unser Cut hier noch. Neue Mission entdeckt. Kipper für Kipper. Oh. Den kriege ich dafür? Den Caterpillar? Das wäre gar nicht schlecht. Wir fahren trotzdem mal lang. Also jetzt, klar, ihr könnt immer gerne schreiben. Ich bin ja da nicht so, ne? Manchmal bin ich auch stur und höre nur auf das, auf was ich hören möchte, ne? Aber ich fahre jetzt eh nur rum. Jetzt zu sagen, so nein, nimm mal am besten gleich Holz mit, gleich nach links, du musst nach rechts, da ist Wachturm und sowas, ne? Ich spiele einfach so, ob kenne ich das jetzt hier. Also ich kenne es ja auch nicht, ne? Und lass mich da auch jetzt nicht beirren. Nur so, ne, am Rande. Ich fahre den Weg jetzt hier einfach mal lang. Der ist auch schön steinig. Ich habe gar keine Asphaltreifen. Aber das wäre natürlich auch was jetzt hier. Ich weiß auch gar nicht, welche Fahrzeuge ich wo einsetzen kann. Wir sind so viel im Schnee gefahren, dass ich gar nicht mehr weiß, wie Asphalt eigentlich so richtig aussieht. Also zumindest ein trockener Asphalt. So, jetzt sind wir hier. Was ist denn das jetzt hier? Hier können wir was herstellen. Und was? Lagerhaus öffnen. 3-1. Betonblöcke. Okay, der könnte achso, könnte aus Betonblöcke Zement machen. Okay. Dann geht es hier aber am Weg noch einen Rand lang. Am Rand geht hier jetzt noch einen Weg lang. Und der ist aber schnell, wenn der rückwärts fährt. Warum ist denn der so schnell, wenn der rückwärts fährt? Der mag den Rückwärtsgang ja gar nicht. Das ist ja so, als würde das Getriebe komplett zerbersten. Hier bitte lang. Dankeschön. Ja, einfach mal hier durch. Ah, das ist schon sehr tiefer Schlamm. Wäre doch vielleicht ein bisschen besser, wenn wir hier am Rand fahren. Oh. Aber ohne da reinzufallen am besten. Ah, und dann wird es hier auch ein bisschen geschneiter. Zumindest so aus. Nein, ich finde den Wartok jetzt sogar nicht schlecht so als Fahrzeug. Also der hat mir immer relativ viel Spaß bereitet. Oh, das ist aber schön hier, ne? Oh, das ist ja schön hier. Das nehme ich auch so. Das ist voll das coole Bild eigentlich. Nee, aber ohne dieses... Warum habe ich da so einen Schatten drin, ne? Ja, so will ich. Dankeschön. Dankeschön, dass ich so machen darf. Ja, das ist doch cool, ey. Ja. Safe ist safe, manchmal habe ich so einen Tick. Und hier oben ist auch was. Was ist das jetzt hier? Hier kann ich was abreißen oder was ist das hier? Okay, hier könnte ich jetzt Ziegel holen. Aber ich will ja noch keine Ziegel holen. Aber könnt ihr auch was anderes machen? Nee. Okay. Also hier gibt es Ziegel. Gut. Ja, ne, dann machen wir dann, ich glaube mal, erstmal hier so hin. Geht's den Weg eigentlich zurück? Ich weiß gar nicht, soll ich Ziegel schon mal mitbringen? Mitnehmen? Ich sag mal, ganz ehrlich, sind ja hier führt ja kein anderer Weg lang, ne? Nö. Also können wir eigentlich einmal Ziegel mitnehmen, einfach so. Das könnten wir ja mal, wenn wir es nicht brauchen, woanders hinballern. Ich nehme es einfach mal mit. Ist ja jetzt nicht verloren oder sowas, ne? Wenn ich es nicht brauche, werde ich es da abschmeißen am Lager. Und dann ist es da relativ sexy sogar. Oh, hier gibt es aber doch einen Weg nach oben. Jetzt frage ich mich natürlich, ob hier irgendwas ist, hier oben.
Auf jeden Fall mag er den Weg nicht so. Also den Weg mag er nicht. Er muss ja auch nicht alle Wege mögen, ne? Ja, wir wollen natürlich jetzt wieder nicht den ersten Auftritt in Yukon oh, irgendwas kaputt machen, wollte schon sagen, und besonders nicht umkippen. Mal einen ganz schlechten Eindruck, glaube ich. Wir haben ja Ziegel hier aufgeladen und kein Fallobst oder so, ne? Ja, ich würde hier gerne mit dem linken Rad irgendwie drauf bleiben, weil das Ohr relativ schräg ist anscheinend. Oha, aber wahrscheinlich nicht so schräg direkt der Umkippe, sondern er macht hier. Okay. Einfach das, was dafür richtig hält. Gut. Ja, ich würde bei der anderen Markierung gerne auch noch gucken. Und die Ziege mitnehmen. Dann finde ich das hier in Yukon schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Ne? Wasser ist nah, wir haben mal wieder richtige Asphaltstraße. So lange her ist, klar, oben denn ein wenig nee. Es ging da gerade auch noch rechts lang, ne? Und hier geht's ein bisschen kuhlenmäßig abwärts. Guck mal, da ist auch noch was ballert, ne? Da will ich auch noch gucken, was das ist. Vielleicht sogar eine Aufgabe. Guck mal, da ist auch noch ein bisschen. Nee, hier ist auch irgendwas. Okay, hier wäre auch was, was wir mal angucken. Hier sind auch Ziegel. Ah, Ziegel gibt es hier noch und nöcher. Das ist ja gar nicht mal so uninteressant. Und hier gab es auch noch einen Weg irgendwie rein. War das hier oder hier? Irgendwo gab es hier vor der Brücke noch einen Weg rein. Kann natürlich sein, dass es hier so geht, ne? Hier hinten ist wahrscheinlich noch eine Brücke zu reparieren. Das wird dann wahrscheinlich. Ja, das gucken wir beim nächsten Mal, gucken wir gleich das hier ab. An, ne? Hier mit der Brücke, weil das wird logistikmäßig sehr interessant sein. Und ja, dann fahren wir hier mal runter, was es noch so gibt. Eine Menge zu entdecken, eine neue Karte, sehr, sehr viel Bock habe ich, das hier halt zu erkunden mit euch zusammen. Und wenn es euch gefallen hat, ne, dann ist gut. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.